Diese Minecraft Bedrock Map hat mich so neugierig gemacht, weil auf dem Thumbnail sind einfach TNT-Waffen und Tools und es sieht einfach so nice aus, dass ich mir diese Welt gekauft habe und deswegen erschaffen wir diese Welt. Ich spawne hier direkt bei den ganzen Waffen. Wenn wir hier jetzt hier nacheinander durchgehen, oh, wir sehen hier das TNT-Schwert. Richtig cool sieht das Ganze aus. Ich schnapp mir mal das Ganze hier aus der Kiste und dann kann ich es sogar gleich craften, weil das ist auch tatsächlich das Crafting-Rezept. Und ich habe 8 Angriffsschaden. Kann ich nicht damit töten? Nein, aber oh, jedes Mal, wenn ich schlage, kommen Explosionen. Das muss ich doch gleich mal hier testen. Kann ich dich töten? Wow! Oha, was ist das für eine geile Waffe? Bam! Die hat, also die lohnt sich definitiv. Dann habe ich hier, ah, oh, das ist die TNT-Pickaxe. Die craftet man. So, oh, eine Pickaxe mit TNT. Hier unten gibt es das TNT-Testing-Lab. Da gehen wir mal rein. Ich grab mal hier rein. Ja, nice. Es kommt direkt danach eine TNT-Explosion. Es war, glaube ich, das Eisen in die Luft geflogen. Oder? Ja, aber ja, gut, da bekommt man gut was bei raus. Ich glaube, das lohnt sich. Ich finde die Pickaxe geil und ich bekomme selbst dabei keinen Schaden. Das nächste, was wir hier haben, ist die TNT-Axt. Ganz einfach zu craften, ne? Merken wir uns auswendig. Und zack, wir haben die Axt, um damit Bäume zu fällen. Achtung, ich bin wieder im Testing Lab und ich möchte diesen Baum fällen. Wow, okay, das war irgendwie so ein anderer Umkreis. Warte mal, von... Wow, kann ich auch einfach... Ich kann auch einfach rechts klicken. Ich muss den Baum nicht mal fällen. Aber dann schäle ich das Ganze und der Block, den ich geschält habe, der fällt runter. Alter, das ist richtig... Das geht wie so ein Wirbelsturm nach oben, habe ich das Gefühl. Die Axt gefällt mir ziemlich gut. Ach, übrigens, schreibt in die Kommentare am Ende des Videos, welches dieser TNT-Tools euch am besten gefällt. Wir fahren nämlich später auch noch. Da draußen stehen Autos. Achtung. Ich zeig's euch. Da steht ein Auto. Mit den Autos fahren wir gleich auch noch. Deswegen bis zum Ende dranbleiben. Wir gehen jetzt nämlich weiter und machen erstmal mit der Schaufel hier weiter. Die TNT-Schaufel. Ganz einfach zu craften. Und da ich keine Lust habe, immer da runter zu laufen, grabe ich jetzt hier im Vorgarten ein bisschen. Wow! Aber nur Erde wird dadurch weggesprengt. Guck mal. Hä? Ich krieg dadurch sogar... Als ob. Man kann so TNT farmen. Hä? Wie? Die Erde wird zu TNT, verstehe ich das richtig? Oder alles andere? Das ist ja mega cool. Und so kann ich mir dann immer wieder neue Waffen craften. Also merkt euch, wenn ihr diese Map spielt, zuerst die Schaufel machen. Huch. Zuerst die Schaufel und dann könnt ihr daraus alles andere craften. Voll nice. Als nächstes haben wir hier noch die TNT. Ho, oh, um Felder anzubauen. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt, was die Ho kann. Wir gehen dazu nach draußen. Oder wobei, ich habe hier ein bisschen Erde. Das heißt, wir pflanzen die mal kurz hier hin. Ich möchte hier nichts in die Luft jagen, weil sonst ist die Map gleich im Eimer. Wir setzen hier mal ein bisschen was hin. So. So, und dann nehmen wir die Hoe und machen Rechtsklick. What the fuck? What the f... Was ist da? Was sind das so... Was sind das für Pflanzen gewesen? Wartet, 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 wartet. Mit dem Auto fahren wir gleich. Achtung. Hä? Wie krass. Und wenn ich jetzt näher dran gehe, fliegt... Sprengen die mich? Ja! Was? Ich wurde durch eine TNT-Pflanze in die Luft gejagt. Also man kann damit TNT-Pflanzen machen. Also man kann damit sozusagen Creeper anbauen. Sehr interessant. Gehen wir weiter zur TNT-Bombe. Ganz einfach zu craften, indem wir das da reinmachen und das da reinmachen. Und dann können wir das wahrscheinlich einfach werfen, oder? Das sieht so aus, als ob wir einfach hier Kaboom machen. Voll cool aber. Und ich finde es auch... Finde es auch nice. Jetzt haben wir hier einen TNT-Konverter. Oh, ist das so ein Handschuh oder so eine Kanone? Wie Thanos Handschuh sieht es irgendwie so ein bisschen aus, aber ist es nicht. So, craften wir, indem wir da unten einen Stick hinmachen. Das hier hierhin, das da dahin. Und dann haben wir hier den TNT-Konverter. Jetzt Achtung. Ich mach mal Linksklick. Passiert nichts. Ich mach Rechtsklick. Ja, moin.
Daraus, ich kann die ganze Welt mit TNT da... Oh mein Gott. Okay, so kann ich mir auch bei TNT zusammenfarmen. Nice. Wir haben hier als nächstes die TNT Armor. Die sieht ja mega cool aus. Dazu muss ich wahrscheinlich einfach die ganzen Rüstungsteile machen, so wie man es kennt. Ein Helm, Hose, eine Brustplatte und Schuhe. Und das Ganze ziehe ich jetzt an. Habe ich damit irgendeinen Effekt? Ich habe Resistance, wie man da in der Ecke sehen kann. Das ist ja mega. Das heißt, ich kann mich jetzt wahrscheinlich in die Luft jagen, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe jetzt hier diese TNT-Bombe und ich habe die Rüstung an. Ich sehe übrigens wahnsinnig gut aus, muss ich sagen, an der Stelle. Und wenn ich jetzt das TNT hier reinwerfe, bin ich mal gespannt, ob ich überlebe, weil ich habe Resistance. Ich habe die TNT-Armor. Wir gucken mal. Achtung. Wie viel Schaden bekomme ich? Und es hat sich echt... Also normalerweise wäre ich drauf... Normalerweise wäre ich draufgegangen. Normalerweise wäre das mein Tod gewesen. Ja, ja. Das heißt also automatisch, mein Schaden wird logischerweise gebremst durch diese Rüstung. Und das finde ich auch ziemlich gut. Ich weiß nur nicht, welche Stufe von Resistance das ist. Gehen wir weiter zum TNT. Hammer! Den craftet man so. Und jetzt habe ich den Hammer, der ist richtig cool. Kann ich damit, jetzt warte mal. Oh, da schlang Blitze ein. Was? Oh, das ist wie Tor. Wenn ich jetzt, oh ne, 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 ne. Oh, 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 boom. Na? Jetzt, oh, mit dem Auto fahre ich später auch noch. Jetzt machen wir erstmal noch hier Rechtsklick. Passiert bei Rechtsklick was? Ne. Also ich muss einen Block anhauen und dann passiert das. Wie cool. Ich hitte jetzt auch mal einen dieser Villager. Warum regnet es eigentlich gerade? So, hab ich. Ah, wow! Das ist übel die geile Waffe! Ich mag den Hammer! Der ist der Hammer! Und jetzt haben wir zu guter Letzt noch den TNT-Bogen. Einmal ein TNT-Pfeil kann man so craften. Und der Bogen muss so gecraftet sein. Okay. Die TNT-Pfeile und der TNT-Bogen. Und dann, ne? Schießen wir mit dem. Also logisch, was passiert, ne? Ich schieße da unten rein. Hui, boom! Hui, boom! Hui, boom! Voll geil. Also feiere ich mega. Boom. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, haben wir hier noch Autos. Da vorne steht noch ein Motorrad. Da hinten steht noch ein Sportwagen. Und mit denen werde ich jetzt auch mal eine Runde fahren. Achtung, wir gehen hier rein. F5-Modus und let's go. Woohoo. Und wenn ich Rechtsklick mache, nein, Linksklick, dann spawnt hinter mir... ein TNT, wie ihr sehen könnt. Also ist wie Mario Kart, nur mit Bomben hinten dran, so, ne? Oh, und da oben steht ein Heli. Mit dem Heli will ich auch fliegen. Merkt euch das, der Heli. So, ne? Oh, voll cool auf jeden Fall. Da hinten. Und das TNT, was hinter mir in die Luft fliegt, ne? Das zerstört nicht die Strecke. Hier, wie ihr sehen könnt. Es macht wahrscheinlich nur Schaden bei den Gegnern. Okay, wir fahren mit diesem Motorrad. Voll geil, Alter. Und ich kann auch da TNT zünden. Mega nice. Sobald ich auf den... What the fuck? Das sind Skelette gespawnt mit TNT-Bögen. Als ob. Ich jag die in die Luft. Oh mein Gott. Hä, was? Ja, ich hab die alle zerstört. Alter. Hä? Eine Skelett-Trap-Falle. Und dann passiert sowas. Das kannst du keinem erzählen. Ja, ich hab sie getötet mit meinem... mit meinem TNT-Motorrad. Voll cool. Ja, jetzt haben wir hier noch den Sportwagen. Oh, das sieht auch richtig nice aus. Und da fahren wir mal in die Welt hinein. Wuhu! Und da kann ich auch hingehen und das so machen. Voll cool. Mega nice. Mega nice. Gefällt mir extrem. Und jetzt haben wir noch den Hubschrauber, der da oben steht. Da kann ich hoffentlich mit fliegen. Let's go. Alter, wie schnell ist man denn bitte bei den Leitern in der Bedrock Edition? Alter, wie cool! Okay, warte. Alter, man kann damit richtig fliegen. Das ist mega. Das ist der Wahnsinn, Alter. Und wenn ich hier Rechtsklick mache, ich weiß nicht, fliegt dann... Ja, es fliegt TNT dahinter. Boah. Hä, wie cool. Also, ist etwas schwierig zum Fliegen. Aber so ist das richtig, richtig nice, Mann. Wuhu! Ich habe gehört, wir machen ein Video, wo ich versuche, mit diesem Pack, sag ich mal, Minecraft durchzuspielen in Survival. Alter,
Ja, die Map kriegt auf jeden Fall von mir 5 Sterne. Das trifft voll meinen Geschmack, die ganzen TNT-Tools. Und ich würde an der Stelle sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!